Hallo Leute und willkommen zurück zur Runaway Teen Challenge. Was war das denn jetzt gerade? Rach hat sich so ein bisschen teleportiert, würde ich fast sagen. So, hat sich da was zu trinken genommen? Haha, einen leckeren Orangensaft. Haha, und Chloe schläft noch ein bisschen. Okay, wie lange denn eigentlich noch? Ach ja, noch ein bisschen. Ich glaube, wir lassen sie tatsächlich auch mal ein wenig ausschlafen. Es ist jetzt gerade 17:44 Uhr, okay. Und dann wird sie ja zum Abend hin, beziehungsweise in der Nacht wieder wach sein. Wie sieht denn das dann mit Rachel aus? Ja gut, sie wird dann ein bisschen müde. Wir haben ja auch keine Kaffeemaschine, oder? Was ist das denn? Nein. Schade, sonst hätte ich Rachel eventuell ein bisschen Kaffee trinken lassen, dass sie halt ein bisschen fitter wird und dann zumindest in der Nacht noch was mit Chloe machen kann. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir das auch so hin. Ich würde jetzt echt gerne. Ach so, du räumst auf. Ich dachte, du trinkst noch ein bisschen was. Ich würde jetzt echt gerne hier mal so ins Innere des Camps gehen. Ich laufe jetzt einfach mal hierhin mit Rachel. Du brauchst da nicht spülen und aufräumen, das mache ich schon. Und wer bist du? Moment mal. Wer bist du? Hallöchen, bleib doch mal hier. Wo willst du hin? Fabio Paulus. Aha. Einer der Ranger hier kümmert sich jetzt hier sehr schön um die Pflanzen. Das ist ja wunderbar. Ist das wieder die. Ist das die Yume? Ja, das ist sie. Sie hat ein sehr merkwürdiges Outdoor-Outfit. Ach, Rachel. Ach, jetzt wirst du sogar schon müde. Na Mensch. Ich möchte gerne mit dem Bären hier sprechen. Wer bist du? Ach, das ist wieder die Sophie. Wir stellen uns mal freundlich vor. Wobei ich ja mit Bären im regulären Let's Play nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Aber mal schauen. Oh, Dag Dag. Ah. Oh, Yibs. Borbehe, Semba, Korschen, Ruffla, Blorf. Ich wusste es. Warum sind die Bären immer so fies? Gemein. Und jetzt fühlt sie sich unwohl. Arm verbrannt. Was? Wegen Lagerfeuer? Ach so. Was? Was geht denn mit diesen Bären ab? Warum sind die Bären immer so doof? Du kriegst es jetzt erstmal mit dem Handschocker, mein Freund. Das war lustig. Das war sehr lustig. Dover Bär. Über Outfit spotten, ja bitte. Da kann man definitiv über das Outfit spotten. Schon fühlt sie sich besser, oder wie? Ich wollte jetzt noch mal schauen. Campinginformation lesen. Was ist denn das eigentlich? Wälder erkunden, zu Badezimmer bringen lassen? Nein. Zubehör kaufen. Nee, ich glaube, so viel Geld haben wir nicht. Oh, Bonnie. Also wir haben schon Geld, aber wir brauchen das Geld natürlich. Der Urlaub hier ist jetzt schon teuer genug. Aber ich wollte ihn halt unbedingt. Was sind denn das jetzt für Campinginformationen, die sie dann da liest? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist ja schon. Ach so, hier hinten. Das ist ja schon ein bisschen her, dass ich im regulären Let's Play hier Urlaub gemacht habe. Ach so, da schaut sie sich jetzt einfach nur die Karte an. Na schön. Halte auf deinen Abenteuern nach dem Giftfeuerblatt Ausschau. Gehst du zu nah an diese gefährliche Pflanze heran, kannst du einen juckenden Ausschlag bekommen. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich guck mal gerade, was hier noch so los ist. Ob wir vielleicht mal ein paar Pflanzen und Kräuter finden. Erdbeerstrauch, nee. Die ein wenig seltener sind. Was ist das hier? Basilikum brauchen wir auch nicht unbedingt. Was ist hier? Pflanze wild. Ach, das ist wieder so eine mysteriöse Pflanze, von der man nicht weiß, ob es sich lohnt, sie abzuernten. Wir machen das mal. Das würde mich nämlich jetzt echt interessieren, was es denn ist. Hier ist aber wirklich wenig los, muss ich sagen. Da könnte Rachel noch mal ein bisschen graben. Wer weiß, vielleicht finden wir was Tolles. Chloe schläft immer noch. Okay, lassen wir sie mal. Was ist das hier? Pflanze wild. Ja, gut, da weiß man auch nicht wirklich, was es ist. Sieht ein bisschen. Unbekannte Pflanze. Sieht ein bisschen nach ganz normalem Gänseblümchen oder so aus. Obwohl, nee. Jetzt doch nicht mehr. Und der Bär tapst hier im Wald rum und erschreckt die Leute, oder was? Das ist fantastisch. So, du gehst dann gleich da oben graben. Und ich möchte natürlich hier die Wälder auch noch ein wenig erkunden. Wir sind jetzt auch noch den nächsten Tag hier. Das ist ganz schön. Hat die Gartenfähigkeit erworben. Ach ja, wunderbar. Aber ich finde es echt schade, dass hier so wenig Leute sind. Zumindest tummeln die sich nicht so an einem Fleck. Wer bist du? Marcel Krämer, okay. Okay, da könntest du nochmal nach dem Frosch suchen. Das ist jetzt aber auch so weit weg. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was du dort ausgräbst, Rachel.
Ein Exitonid. Ah, ein Exitonid. Also, ich schau mal eben kurz. Das ist die unbestimmte Frucht. Okay. Unbestimmte Frucht essen. Versuchen zu bestimmen. Das könnten wir gleich mal machen. Und der bringt uns 60. Den verkaufen wir direkt. Oh, es wird schon dunkel. Die Grillen zirpen. Ich glaube, dann werden wir gleich nach Hause gehen. Ach, sie futtert die trotzdem. Oh, ich hoffe sehr, dass sie nicht krank wird oder so. Kräuterkundefähigkeit. Okay. Das scheint folgendes zu sein. Giftiger Holunder. Und das hier. Versuchen zu bestimmen. Einfach mal ein Blütenblatt abpflücken. Und in den Mund stecken. Rachel hat keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist. Verbessere... Ach so, okay. Gut, meine Liebe. Ich bin aber dafür, dass du zurück zur Unterkunft gehst. Ja, du fühlst dich nämlich auch schon ganz unwohl, weil du müde bist. Das hier ist gar nicht unser Haus. Ich vermisse unser Haus. Wo ist es denn da? Wir sind ganz schön weit am Rand. Ich denke immer, wir sind hier vorne irgendwo, aber nein. So, Chloe, dann stehst du jetzt gleich doch auf, ne? Dann stehst du ja doch auf. Ach, das ist echt schade, dass Rachel jetzt gleich schlafen geht. Pass auf, dann kannst du das hier gleich aufwischen. Oh Gott, du Arme. Bis du da mal hingetrottet bist, ist Chloe ja schon 10-mal wach. Wahrscheinlich, ich glaube, ich spule das gerade mal ein bisschen vor. Sonst dauert das hier ja ewig. Ach, schade, ich habe gedacht, die beiden können hier so ein bisschen die Nacht zusammen verbringen und am Lagerfeuer sitzen. Aber gut, wir haben ja auch noch den nächsten Tag. Ah, Chloe steht auf. Das ist schön. Muss jetzt direkt erstmal sauber machen. Das tut mir leid. Scheint aber Spaß dabei zu haben. So, essen wir einen Kuchen? Ne, wir essen Schaschlik-Spieße. Total nachtaktiv, die Gute. Haben wir eigentlich hier besondere Bücher? Etwas lesen, öffnen. Was haben wir hier? Pudding im Orbit. Ach, das sind so die üblichen, ne? Was ist das? Pizzicato-Polka, bitte was? Nee, Bauer ohne Frau. Ich glaube, dann lassen wir es mit dem Lesen ein bisschen. Erstmal was essen, genau. Ach ja, sonst passt aber soweit alles bei dir. Das ist doch schön. Ja, hier alleine spielen fände ich jetzt auch ein bisschen langweilig. Du kannst dich dann ans Lagerfeuer setzen. Oder aber wir besuchen mitten in der Nacht ein paar Nachbarn. Ich finde das hier noch ein bisschen unübersichtlich. Ich bin ja hier auch nicht so oft. Ich glaube, ich fliege gerade mal so ein wenig hier rüber. Und schau, ob man hier was Interessantes findet. Sie könnte auch ein bisschen angeln gehen. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn du danach ein wenig angelst, Chloe. Rachel lacht im Schlaf. Dann spulen wir das mal ein bisschen vor. Ach, und ich wollte noch nachschauen, genau. Ach, jetzt räumst du es weg, okay. Ich wollte noch nachschauen, wie das jetzt mit Rachel ist, wie viele Tage sie noch hat bis zur Alterung. Ich glaube, oh, es sind nur noch 8. Ich hätte jetzt auf 10 oder so getippt. Die Frage ist, ob wir Rachel auch manuell altern lassen. Können wir ja ganz einfach machen mit einem Kuchen. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt... Oh, wer seid ihr denn? Hätte ich jetzt nicht unbedingt was gegen... Kannst du hier nicht angeln? Mit Köder angeln, was haben wir denn so? Ach so, nee, unsere Frösche, dann lieber nicht. Dann geh mal so angeln. Das ist natürlich die Frage, ne? Ob wir Rachel auch altern lassen, damit es einfach ein bisschen besser passt mit den beiden. Ist aber jetzt auch kein Muss. Können wir uns ja noch überlegen. Und ich lese in letzter Zeit ganz häufig Kommentare, die mit wann machst du dies und das beginnen, beziehungsweise die, ja, wann machst du XY lauten. Und dazu kann ich euch nicht viel sagen, Leute, wenn die Zeit dafür reif ist oder aber vielleicht auch gar nicht. Ich habe jetzt in letzter Zeit vermehrt gelesen, wann heiraten die beiden oder wann heiratet Chloe überhaupt. Das kann ich euch nicht sagen. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken und euch sagen, hey, nächsten Donnerstag ist es soweit. Ich weiß überhaupt nicht, ob Chloe jemals heiraten wird. Das wird alles die Zeit zeigen und ich spiele eigentlich immer ganz gerne... den Moment hier. Also wir sind jetzt erstmal hier. Ich kümmere mich jetzt nicht darum, was zu Hause stattfinden wird. Ich mache mir noch keine Gedanken, wie ein Kinderzimmer aussehen wird. Das wird sich alles ergeben. Und von daher einfach mal abwarten. Ich habe keinen vorherbestimmten Plan, wie das hier mit den beiden ablaufen wird. Da lassen wir uns einfach mal drauf ein und schauen, was von selbst so passiert. Ich bin natürlich immer gerne offen für Vorschläge und alles, aber versteht bitte auch, dass ich nicht alles umsetzen kann und auch nicht alles umsetzen möchte.
Es gibt bestimmt Leute, die sagen, heirate doch bitte Rachel. Dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, nein, heirate doch bitte Lee. Dann gibt es Leute, die sagen, heirate doch bitte gar nicht. Und ich kann es da leider nicht jedem recht machen. Ich versuche es so vielen von euch wie möglich recht zu machen, aber ich möchte es ja auch ein bisschen mir recht machen. So, der wird auch verkauft. Und Chloe muss auf jeden Fall... Ach, es ist schon Dienstag, pass mal auf. Du musst ja auf jeden Fall noch einen Tag Urlaub nehmen, Madame. Urlaub verlängern? Nein, Urlaubstag nehmen. Das werden wir gleich machen, wenn du mit dem Angeln fertig bist. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, du schläfst noch ein bisschen. Hast du langsam aber Hunger? Weißt du was, Rachel? Du kannst aber jetzt schon aufstehen. Dann nimm dir doch auch mal einen leckeren Schaschlik-Spieß. Wie viele sind noch da? 5 Stück. Ja, das geht doch. Und dann würde ich mich echt freuen, wenn sie sich mal hier hinsetzt. Sitzen. Und dann einfach da was futtert. Schauen wir mal, ob Chloe jetzt in den nächsten Minuten was fängt. Das wäre sehr schön. Hat einen guten Fang gemacht. Was war das? Amerikanischer irgendwas? Amerikanischer Flussbarsch. Okay. Wird verkauft. Brauchen wir nicht. So, Rachel setzt sich da draußen hin. Chloe ruft eben bei der Arbeit an, mitten in der Nacht. Und wird sich jetzt noch einen Tag frei nehmen. Und dann kannst du dich hier zu deiner Liebsten setzen. Dann könnt ihr nämlich das Feuer anzünden. Ja, Chloe hat sich einen Tag Urlaub genommen. Und dann könnt ihr hier ein bisschen quatschen und Schabernack machen. Ach, sie macht das schon. Ach, schön. Dann brechen wir das mal ab. Nicht, dass ihr das jetzt hier wieder aus- und anmacht die ganze Zeit. Spielen, Lieder singen, ja, Gitarre spielen. Ja, auf jeden Fall. Ach, dafür stellt sie sich hin. Was? Gitarre spielen. Ich glaube, sie möchte nicht Gitarre spielen. Sie ist wohl eher von Rachel ein wenig angetan. Stell die mal kurz dahin. Lied singen, Lagerfeuerlied. Funktioniert das jetzt? Lass die Rachel mal in Ruhe essen. Du kannst ihr ein bisschen was vorsingen. Indem du mit dem Rücken zu ihr stehst. Das gefällt ihr bestimmt. Stopp. Rachel, du brauchst das gerade nicht wegräumen. Das lassen wir mal. Du kannst dich hinsetzen und zuhören. Rachel, komm zurück. Ach, Rachel, ich finde es nicht gut. Jetzt suchst du dir erstmal einen Platz. Genau, stellst es ab. Zur Toilette musst du auch, aber gut, das hat vielleicht noch ein bisschen Zeit. Hier, ihr könnt doch mal eine Gruppengeschichte oder so erzählen. Das ist doch voll schön. Ein Märchen über einen Troll. Ja, erzähl es mal der Chloe. Kannst dich auch hinsetzen, Chloe. Waymook. Tevene Polina. Sean Nib. Washanoi Concert. Bamwosa Grosha. Washanoi Concert. Urizap Nibnub. Bamwosa Grosha. Kipuna. Na, das klingt ja nach einer spannenden Geschichte. Dieser Urlaub dauert noch einen Tag. Ja. Ach, ihr seid doch toll. Nee, Quatsch, ich wollte doch ein Foto machen. Foto machen mit Rachel. Oh, Tanova, Ja, Selfie! Sheep? Jane! Ach, die beiden sind so toll. Schön, ein tolles Urlaubsfoto. Ich hätte aber super gerne auch noch eins am Strand. Wobei, das wirkt dann so gestellt, oder? Wenn die beiden hier irgendwie an den Strand gehen und da erstmal ein Fotoshooting machen. Ich werde mal gerade schauen, wenn Rachel kurz auf der Toilette ist. Foto machen. Was ist denn bei Foto machen? Ah, da können wir... Ah, da können wir die Umgebung aussuchen. Okay. 5 Fotos übrig. Ja gut, dann möchte ich das jetzt hier ehrlich gesagt ungern sinnlos verknipsen. Ich wollte ja nur mal wissen, was ist dann Foto machen von? Ach, dann macht sie nur eins von der Person. Und Selfie machen ist dann ein Selfie von ihr.
Gott. Nee, das ist aber gerade auch nicht so schön. Einfach nur mit dem Haus im Hintergrund. Dann werden wir doch mal schauen, ob wir ein bisschen an den Strand gehen können oder so. Naja, was heißt Strand, ne? Hier vorne hin halt. Ein schönes Foto am Wasser. Oder aber, genau, Chloe, das ist die Idee. Geh doch mal hier hin. Von dieser tollen Statue, von diesem tollen Maskottchen hier. Das ist doch eine tolle Idee. Habt ihr auch eine wunderschöne Erinnerung an diesen tollen Campingplatz hier? Was hast du jetzt vor? Küssen, ach süß. Ja, küssen ist natürlich süß, aber... Und Rachel, ich sehe das gerade, die haben jetzt ihr ganz normales Outfit wieder an. Aber so wie ich das in den Kommentaren gelesen habe, mochtet ihr die Outfits sowieso nicht so sehr, zumindest das von Chloe nicht. Naja, Rechnung bezahlen ist ja gut, ich bin gerade im Urlaub, lass mich mal. Alltagskleidung 2. Es sind nicht die schönsten Sachen, Leute, aber habt ihr mal die Outdoor-Sachen gesehen? Ich will es doch hoffen, dass ihr sie gesehen habt. Da sind nicht so viele schöne dabei. So, ich hoffe, ich bekomme dieses riesige Ding. Ah, wo ist es denn? Da ist es. Oh Gott, das ist ja jetzt riesig. Pass mal auf, wie ist das, wenn wir das drehen? Sie steht... Nein, ich finde, sie steht viel zu weit davor. Komm mal hier hin, Chloe. Wir machen jetzt ihr volles Fotoshooting. Erstmal die perfekte Position finden. So geht das vielleicht besser, Foto machen. Es soll ja auch schön sein. Ich möchte es ja auch zu Hause aufhängen. Ja, das geht doch schon ein bisschen besser, wenn wir es jetzt noch drehen. Huch, ja gut. Drehen wir es trotzdem nochmal, damit es fast komplett drauf ist. Huch, na, komm schon. Das Ärmchen da soll ja auch drauf sein. Yay. Haben wir zumindest mal ein paar Urlaubsfotos gemacht. Ist doch ganz nice. Was macht Rachel jetzt? In die Sterne gucken. Wie alleine, oder was? Ist inspiriert. Uhu. Pass mal auf. Geh mal hier hin. Und Chloe schicken wir auch hier hin. Dann machen wir jetzt echt eine kleine Fotosession. Ich meine, solange es den beiden gut geht, ist das ja auch schön. Ich glaube, wir werden aber dann trotzdem bald, vermutlich in der nächsten Folge, hier noch ein wenig was erkunden. Es gibt ja nicht nur diesen Platz hier, es gibt ja auch noch einige andere. Bist du auf dem Weg, Chloe? Ja, Chloe ist auf dem Weg. Das ist schön. Rachel steht da wie bestellt und nicht abgeholt. So, ihr zwei, wie wäre es denn, wenn ihr jetzt mal Foto machen mit Rachel? Oh, die blöden Mücken hier, ne? Die nerven schon. Apuiva? Foto. Angie. Oh. Oh, wie schön. Ja, das gefällt mir. Das ist toll. Obwohl Rachel da ziemlich... Nee, so sieht das ja furchtbar aus. Obwohl sie ziemlich groß irgendwie darauf aussieht. Mit dem Hut dann noch. Riesiges Gesicht. So, ein bisschen runter, damit zumindest noch das Kinn drauf ist. Hihi, das ist doch schön. Und ich finde, wir könnten auch mal ein Foto von ihr alleine machen. Foto machen von Rachel. Stell dich mal in Position... Oh, wie schön. Das müssen wir aber definitiv ein bisschen drehen. Ach, schön. Schade, dass man die leider nicht ganz drauf bekommt. Aber es ist toll. Das gefällt mir. Und wenn wir gerade schon mal dabei sind, Foto machen mit... Nee, nur Foto machen. Nochmal ein schönes Umgebungsfoto. Das ist nicht unsere Hütte, das ist unsere Hütte. Aber das sieht auch nicht wirklich toll aus. Hey, Rachel. Na komm, machen wir noch eins von dir, weil du da gerade so süß stehst. Wir könnten auch eigentlich, fällt mir gerade auf, wir könnten auch mit dir mal ein Foto machen. Foto machen von. Machen wir einfach mal eins von Chloe. Oh, das ist süß. Würde ich aber, glaube ich, auch gerne drehen. Das ist echt süß, wobei sie da irgendwie komplett anders aussieht, oder meine ich das nur? Sie hat so große Augen. Aber das ist schön. Wow, wir haben voll viele Urlaubserinnerungen. Und hat die Fotografiefähigkeit erworben. Aha. Ah, wie süß. Über Träume reden, verrückten Plan vorschlagen, Romantik. Komplimente über Aussehen machen. Rachel findet das Outfit nämlich schön. So. Oh, wer kommt da denn? Sind soeben beste Freunde geworden. Ja, das ist ja wundervoll. Ein Kusshaufen. Und wisst ihr was? Ihr könntet eigentlich mal zusammen ein bisschen angeln. Wie wär's denn damit? Angeln gehen. Und Chloe angelt auch ein bisschen. Haben wir jetzt was? Nein, wir haben immer nur noch die Frösche. Dann angelt doch mal mit dieser netten Frau hier.
glaube, ihr habt lieber so ein bisschen Spaß. Kann das sein? Oh, jetzt wird geangelt. Wow, alle synchron, oder was? Naja, fast. Na, bei wem beißt zuerst etwas an? Keine Reaktion? Keine Reaktion bei Rachel? Und auch keine bei Chloe? Na, wird das was? Nein, anscheinend nicht. Die da hinten fischt uns bestimmt alles weg. Oh, ja, Chloe hat was. Wow. Ist es was Wertvolles? Nein, eine Ellipse. Ach Mann, weg damit. Ist es schon wieder Zeit, Frösche zu züchten? Ja. Ach, schön. Boah, wir sind im Urlaub. Wir bekommen trotz unseres freien Tags Geld und verdienen auch noch was, indem wir hier Fische fangen und verkaufen. So muss es sein. Was war das, Rachel? Ich glaube gar nichts, ne? Ach, schade. Ja, die unbestimmte Frucht giftiger Holunder würde ich eigentlich ganz gerne erstmal behalten. Oh, Chloe hat noch was gefangen. Wow. Die würde ich echt gerne mal behalten, schauen, ob wir die zu Hause einpflanzen können. Und da können wir immer noch was verkaufen. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Kleines Fotoshooting gemacht und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.